Test 1, 2, jawohl. Und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend, liebe Aktivisten, liebe Patrioten, liebe Hallenser und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf YouTube, im Internet, ihr, die ihr noch am Rechner sitzt oder sitzen müsst, und an alle, die vorbeigehen und uns jetzt zuhören, ein herzliches Willkommen. Jeder ist hier willkommen und das meinen wir tatsächlich so. Dabei spielt die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft, das Alter, der Kontostand und auch die politische Ausrichtung überhaupt keine Rolle. Denn unser Anliegen hier geht uns alle an. Und zwar alle, die wir, im weitesten Sinne könnte man sogar sagen, alle, die wir lebendig und beseelt sind. Denn es geht hier um unsere Zukunft und die Zukunft unseres Planeten. Das natürlich klingt jetzt sehr her und weit ausholend, aber ich denke, jeder, der sich ein wenig mit der aktuellen Lage weltweit auseinandersetzt, und damit meine ich nicht mal panisch, sondern ernsthaft sich Gedanken macht über das, was in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, ja in den letzten 2, 3 Jahren so alles geschehen ist, die starken und schnellen Entwicklungen, die nicht nur in Deutschland vonstatten gingen, sondern Europa, ja weltweit. Wer da sich so ein bisschen mit beschäftigt, der muss ganz einfach so langsam auch auf den Gedanken kommen, wohin wird das wohl gehen? Wird es gut gehen? Und vor allen Dingen, wer verdammt nochmal sitzt eigentlich hier am Ruder? Wer steuert eigentlich diesen Kahn? Denn das sieht nicht gut aus, wo der Kahn hinsteuert. Und ja, wenn man sich dann schon solche Gedanken macht und wenn man dann auch die Sicherheitslage weltweit betrachtet und eben auch schaut, was für scheinbar Wahnsinnige hier am Ruder sind und welche Kräfte im Hintergrund eben diese Wahnsinnigen zu steuern scheinen, aus der Finanz, aus der Industrie und der Wirtschaft, dann könnte einem nur Angst und Bange werden. Das muss es aber nicht, denn wir haben Zeit, und jeder, der ein wenig Verstand hat, und jeder, der sich über die Zukunft auch Gedanken macht, also nicht so gedankenlos in den Tag hineinlebt, jeder, der sich und seine Nachkommen noch nicht völlig abgeschrieben hat, der hat auch die Möglichkeit, gemeinsam mit seinen Mitmenschen diese Verhältnisse zu verändern. Denn was bedarf es? Es bedarf zur Veränderung unserer politischen Lage, Deutschland, ja sogar weltweit, bedarf es keine Gewalt, es bedarf keine blutige Revolution, es bedarf eigentlich nur das beherzte Zusammenhalten und beherzte Widerstand leisten. Und das kann völlig blutfrei ablaufen, einfach, dass man sich diesem System verweigert und vor allen Dingen diesem System ganz klar zeigt, dass man den Glauben daran verloren hat. Allem voran natürlich auch den Glauben an dieses Geldsystem, da dieses Geldsystem tatsächlich nichts anderes ist als eine Religionsgemeinschaft, ein Glaubenskonstrukt. Wenn die Mehrheit der Bürger von heute auf morgen den Glauben an das Geld und an das Funktionieren des Geldsystems völlig aufgegeben haben und entsprechend ins Handeln kommen, dann wäre dieses System am nächsten Tag schon oder wenige Stunden später sogar schon komplett am Ende. Und das ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, alles Geld von der Bank runterzuholen. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn es bei Ihnen nur 100 oder 200 Euro sind. Das über die Masse gesehen überfordert die Banken komplett. Denn was die meisten nicht wissen ist, dass die Banken tatsächlich von dem Geld, was im Umlauf ist, nur offiziell 10% tatsächlich als Reserven haben müssen. Der Rest ist sozusagen erstunken und erlogen. Dieses Geld existiert nicht, hat nie existiert und das darf auch gar nie existieren. Denn all das Geld, was es, ja vor allen Dingen aber im Börsensektor, was dort kursiert, diese Billiarden, dafür gibt es nicht mal mehrfach so viele Waren auf diesem Planeten, die man davon kaufen kann. Das heißt, es ist ein durch und durch ein Betrugssystem. Abgesehen davon, dass eben die Triebfeder dieses Geldsystems Zins und Zinseszins ist. Das heißt,
die Reise nach Jerusalem. Es ist immer ein Stuhl zu wenig da und es wird immer einer runterfallen und immer darunter zu leiden haben, dass dieses System so ist, wie es ist. Nun könnte man sagen, wir sind Träumer, weil wir eben das Große und Ganze in Frage stellen. Aber wenn nicht heute, wann dann? Wie lange wollen wir noch zuwarten? Oder was glauben wir eigentlich, wie lange wir noch warten können? Wie lange geben uns diejenigen, die an jedem Krieg bisher sich dumm und dämlich verdient haben, wie lange geben sie uns denn eigentlich noch, bevor sie den nächsten großen Krieg und Gott bewahre den dritten Weltkrieg vom Zaun brechen? Wie gesagt, ich möchte keine Panik machen, aber es sind tatsächlich Kräfte am Werk, die sich scheinbar einen Scheißdreck um das Wohl der Bevölkerung kümmern, sondern sich mehr um ihre eigenen Belange, um ihre eigene Rendite kümmern, um ihren eigenen Gewinn und ihre eigene Position und so weiter. Die Liste kann man fortsetzen. Es geht dabei aber nie um das Große und Ganze. Es geht nie um Sie persönlich. Es geht nie um den einfachen Bürger auf der Straße, der sich nicht wehren kann, der im schlimmsten Falle sogar glaubt, dass mit seinen aller 4 Jahre einmal gesetzten Kreuzchen, dass er damit echt was reißen kann, dass er da echt was verändern kann. Das ist unter Umständen möglich. Aber eben nicht, indem man immer und immer und immer wieder die gleichen Verbrecher wählt. Schon allein da könnte man den Glauben an unser Volk, an unsere Bevölkerung, ja, den Verstand unserer Bevölkerung verlieren, wenn man überlegt, wie lange dieses Spielchen schon geht und wie lange wir diese Verbrecher immer und immer wieder gewählt haben und immer gesagt haben, na, diesmal sind sie vielleicht doch besser, na, diesmal sind sie vielleicht doch zur Vernunft gekommen, sind vielleicht anständig geworden. Nur um wieder enttäuscht zu werden, und zwar mit jeder Periode schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also, auf diese Weise können wir mit den Wahlen nichts ändern. Bestenfalls, indem wir mal etwas völlig anderes wählen, und zwar genügend von uns. Einfach irgendeine andere Partei, nur eben nicht diese etablierten Parteien, die uns diese ganze Scheiße schon seit Jahrzehnten einbrocken, die schon seit Jahrzehnten spürbar und nachvollziehbar nicht für die Belange des Volkes dort sitzen, sondern dass sie scheinbar eine völlig andere Agenda zu verfolgen scheinen, die so völlig an den Interessen und an den Belangen der Bevölkerung vorbeigehen. Also sind es meineidige Hochverräter. So kann man sie tatsächlich bezeichnen. Es ist daher immer noch die Frage, warum eigentlich Angela Merkel, das nur als kleine Fußnote, warum Angela Merkel eigentlich immer noch an der Macht ist, ob es daran liegt, dass wir einfach schon so verblendet und betäubt sind, dass wir sie gewähren lassen, oder beides, dass sie einfach zu dreist ist oder nicht einfach den Anstand besitzt, abzudanken. Denn das würde ein Mensch, der noch ein bisschen Anstand am Leibe hat, nach dem, was er uns eingebrockt hat, nämlich auch tun. Es sei denn, es war genauso geplant. Und ich glaube, genauso ist es. Denn selbst Gerhard Schröder hatte den Anstand gehabt, abzudanken, abzutreten. Angela Merkel nicht, also scheint alles nach Plan zu laufen. Also genauso, wie es geplant war, so handelt sie, so läuft es im Augenblick. Und es ist nicht für uns, zu unserem Wohl. Und deswegen noch einmal die Frage, wie lange wollen wir noch zuwarten? Was glauben wir, wie lange das noch gut geht, bevor hier, ja, wir live und in Farbe erleben, was es bedeutet, wenn der CIA hier das Land destabilisiert. Bewegungen sind diesbezüglich schon im Gange von allen Seiten. Und all das, lassen Sie sich da bitte nichts vormachen, wird natürlich finanziert von Kräften, die dann natürlich auch etwas davon haben. Ich glaube, es war nicht Winston Churchill, jetzt hätte ich dem Mann fast noch einen klugen Spruch untergejubelt, diesem Kriegsverbrecher. Nein, es war Woodrow Wilson, der mal sagte, es passiert nichts in der Politik per Zufall. Es hat alles irgendwo seinen Sinn und es ist alles irgendwie auch genauso geplant. Denn hier geht es um Billionen, hier geht es um Machteinfluss über ganze Länder. Glauben Sie ja nicht, dass man da etwas dem Zufall überlässt. Und wenn genau solche Anstrengungen, die schon Milliarden kosten, in die Wege geleitet werden, dann sind das keine Schnappschüsse oder Schnapsideen, sondern dann ist das wohl überlegt und dann hat das auch irgendwo einen Grund und einen Sinn. Wir können jetzt abwarten, um zu sehen, welchen Sinn es hatte, oder wir spucken ihn jetzt schon in die Suppe.
und zeigen ihnen, dass wir sie entlarvt haben, indem wir eben Präsenz auf der Straße zeigen und wo immer es möglich ist, zum Widerstand aufrufen, dazu aufrufen, unangenehme Fragen zu stellen und vor allen Dingen die Medien, die uns eben nicht wahrheitsgetreu und neutral berichten, sondern eben genau diesen Klümmel, der daran verdient, dass es so läuft, wie es läuft, die ihre, ja, Finanziers sind, also in deren Sinne schreiben sie. Und diese Medien einfach nicht mehr zu konsumieren. Also sie nicht mehr mit Geld und damit mit Energie zu versorgen, sodass sie den Bach runtergehen müssen und damit auch die gerechte Konsequenz dafür in Kauf nehmen müssen, die eben ein solcher Verrat an der Demokratie auch bedarf. Im besten Falle. Eigentlich gehörten sie alle hinter Gittern, weil sie eben die Demokratie unterlaufen und damit eben das Grundgesetz gröblichst verletzen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. So, nun will ich es nicht übertreiben. Wir werden jetzt weiterziehen. Jeder, der auch der Meinung ist, da ist irgendetwas Wahres dran, und jeder, der jetzt der Meinung ist, na Moment, das sind ja gar nicht diese rechten Hetzer und diese Aussätzigen, die Satanisten oder die ganz, ganz Schlimmen, die Bösen, mit denen man sich nicht abgibt. Jeder, der jetzt begriffen hat, worum es hier wirklich geht bei der Montagsdemo und da Interesse hat, mehr zu erfahren, der kann bitte mitkommen. Wir gehen jetzt Richtung Marktplatz. Wir halten vorher an der Ulrichkirche an, eine halbe Stunde, dann vorm Rathaus und dann zum Abschluss auf der anderen Seite des Marktplatzes. Danke. So, Winkelemente, ja? Ja, also nehmt diese transparente Winkelemente mit. Und wenn wir eine andere Demonstration treffen sollten, ich weiß nicht, ob die mobilisieren konnten, diese, hier gibt es ja noch eine andere Demonstration, die wöchentlich von der MLDB, von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, da sind immer so 10 Leute, und die haben dazu aufgerufen, heute ab um 5 auf dem Markt gegen Trump zu demonstrieren. Und da haben die sich wohl auch getroffen, ich weiß nicht, wie viele da dem Aufruf gefolgt sind. Sie fahren damit Trittbrett den linksdemokratischen Chaoten in Amerika. Das hat man ja in Washington gesehen, da sind bezahlte Kriminelle vermummt und da haben die ja wirklich die Randale gemacht, Leute zusammengeschlagen, und genau auf diesen ideologischen und geistigen Level fahren unsere Linkskriminellen. Das sind ja die Sturmabteilungen der Altparteien. Also nur, dass wenn wir die sehen, lasst euch nicht sinnlos von solchen provozieren. Vielleicht sind auch gar keine da. Ich meine, das ist ja Halle wirklich ein bisschen klein, um gegen Trump. Was wollen da jetzt ein paar Hanseln hier in Halle gegen Trump demonstrieren? Sie sollen lieber gegen Merkel demonstrieren. Das ist viel wichtiger, weil das geht uns wirklich an. Hier leidet das Volk wirklich. Gut, wir fahren jetzt runter. Ich gehe hoch, mach die Musik an. Der Fahrer fährt. Und, ja genau, genau, der Perfekt. Also, Pink-Elemente, da sind noch zwei. Bitte die noch mitnehmen. Wer Handschuhe hat, bestimmt, ist am besten die Leute, die Handschuhe haben. Au! Aber du musst unbedingt runter. Gib's dir dann runter. Hier, eins. Ja, seit nunmehr 2,5 Jahren treffen wir uns montags immer auf dem Markt, dort wo wir nachher um 7 landen, und zu der Mahnwache und demonstrieren für ehrliche Medien, für ehrliche Politik, für soziale Gerechtigkeit. Vor über einem Jahr kam das Thema zwangsläufig, weil das auch in allen anderen Medien präsent ist, Flüchtlinge dann dazu. Da die Lügenpresse, die wir Lügenpresse nennen, das ist die Freiheit in Halle zum Beispiel, die hat dann Storys gebaut, um diese Flüchtlinge, diese sogenannten, um die der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Eine davon war die: Papenburg stellt 100 Flüchtlinge ein. Und das waren ausgewählte Flüchtlinge. Aus diese 100 waren die Essenz aus vielleicht 1000, 2000 oder 3000. 100 der am weitesten möglichst integrierbaren. Von den 100 musste die Lügenpresse heute eingestehen, Papenburg eingestehen, Halle TV eingestehen, es ging sogar bundesweit durch die Medien. Von den 100 ist einer übrig geblieben. Einer von 100, die selbst schon das Konzentrat aus Tausenden waren. Das könnt ihr hochrechnen. Und der eine, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr da, der hat wahrscheinlich nur nicht seine Lochkarte ausgesteckt und die denken, im System ist er noch in der Firma, also wird er noch da sein. Aber da wisst ihr, als wir gesagt haben, diese Kosten sind für die Steuerzahler nicht stemmbar, da haben Politiker, die
von Wirtschaft überhaupt keine Ahnung haben. Die haben nur gesagt, wir sind ein reiches Land. Andere haben gesagt, der Steuerzahler wird das nicht zahlen müssen. Der Bund hat gut gewirtschaftet. Wahr ist, das sind Worte von SPD-Politikern, wahr ist, dass von den 82 Millionen Einwohnern knapp die Hälfte erwerbstätig ist und davon nur 15 Millionen aktiv Steuern erwirtschaften. Die anderen haben alle Jobs, aktiv Steuern erwirtschaften ist mehr Steuern einzahlen in den Steuertopf als herausnehmen. Die anderen haben alle Jobs im öffentlichen Dienst, an Unis, in Parteien, in Vereinen, die ich immer Vereinsmafia nenne. Und diese 15 Millionen werden auch durch die 2 Millionen Flüchtlinge nicht mehr. Das Beispiel Papenburg ist nur eines, ein trauriges davon. Das sollte uns und vor allem den Politikern, die sich in diesem Jahr im Herbst zur Wahl aufstellen, vor Gesicht führen, wollen sie das Volk weiter belügen oder reinen Wein einschenken. Reinen Wein einzuschenken heißt natürlich Verzicht auf Mandate. Dazu sage ich nachher nochmal was, zu der Höcke-Rede in Dresden. Auf jeden Fall, an uns liegt es, Leute aufzuklären, diese korrupten Altparteien nicht mehr zu wählen. Die korrupten Altparteien sind CDU, SPD, Grüne und auch Linke. Sarah Wagenknecht mag schöne Reden halten, hat aber in ihrer eigenen Partei keinen Hinterhalt, also keinen Halt. Die eigene Partei ist, das nennt man als politische Strömung, antideutsch eingestellt. Und das sagt schon der Begriff, sie sind gegen unsere Bevölkerung gerichtet, deren Politik und deren Bestrebungen. Die SED, also die Linke, die Nachfolgeorganisation der SED, zehrt noch von den alten SED-Rentnern, die schon zu DDR-Zeiten 40 Jahre lang SED gewählt haben. Die wählten auch die letzten, die noch leben, wählen die letzten 25 Jahre nichts anderes. Die wählen die Linken, weil sie denken, das hat irgendwas mit DDR zu tun. Aber sie wählen damit politische Korruption. Sie wählen damit den eigenen Untergang. Und damit das Ausbluten unserer Werktätigen. Von den Linken heutzutage kennt doch überhaupt keiner mehr einen Arbeiter oder einen Werktätigen. Sie sind bestrebt, das politische Segment auszufüllen, um auf Kosten eben jener Arbeiter und Werktätigen zu leben, diese auszusaugen und sich selbst ein schönes Leben zu gönnen. Und das ist das Problem. Diese parlamentarische Demokratie ist längst überholt. Es ist keine Demokratie. Das ist eine Diktatur eines Politadels, der alles tun wird, alles versprechen wird, um weiterhin an Macht und Pfründen zu bleiben. Wir und eigentlich auch viele, viele mehr, die sich auch nicht trauen, sich hier hinzustellen, haben das erkannt. Wir dürfen aber auch weiterhin nicht auf diese Lügen, die sie jetzt innerhalb des Wahlkampfes von sich geben, hereinfallen und genau diese Politmaden, egal welches Trikot sie sich angezogen haben, wiederwählen. Wenn ihr Parteien eine Chance geben wollt, dann auf jeden Fall denen, die noch nicht bewiesen haben, dass sie gegen das Volk gerichtet sind. Also das heißt, denen, die noch nicht im Bundestag waren. Und davon dann auch denen bitte nur, die auch Chance haben, über die 5%-Hürde zu kommen. Weil jede andere Stimme für eine Partei, die diese Chance nicht hat, ist eine Partei, eine Stimme in den Mülleimer. Das heißt, ihr solltet euch entscheiden, eine Alternative kann es nur geben, wenn Altparlamentarier so viele wie möglich aus diesem Bundestag rausfliegen. Und das sollte unser Ziel sein, unser Ziel hier regional, dabei mitzuhelfen und auch bundesweit. Wir werden sehen, inwieweit sich die Bürgerbewegungen dort so weit selbstständig machen und so weit mitmachen, bei diesem großen Ziel mitzuhelfen. 630 Maden haben wir im Bundestag sitzen, von denen jeder 10.000 Euro mindestens im Monat bekommt. Leute, die in ihrer Biografie gelogen haben, die sich Doktortitel erfunden haben, nur um in dieses Amt zu kommen. Zwei Legislaturperioden müssen sie durchhalten, um lebenslangen Pensionsanspruch, um vollen Pensionsanspruch zu kriegen. Die meisten sitzen da schon viel länger drin. Das heißt, auch wenn die aus dem Bundestag fliegen, werden wir sie ein Leben lang durchfüttern müssen. Diese Gesetze, dieses Adels, den auch noch im Alter durchzufüttern, Bundespräsidenten, die leisten sich Büros und Autos ohne Ende, auch nach Ausscheiden aus diesem Amt. Das muss geändert werden. Und das kann auch geändert werden, wenn entsprechende Mehrheitsverhältnisse geändert werden. Dazu braucht man aber mindestens gesetzgebende Mehrheit für eine Oppositionspartei.
Wählt Opposition und vergesst aber nicht, auf der Straße weiterhin auch laut zu sein, damit auch diese Partei sieht, es gibt eine Opposition, die uns geholfen hat, und es gibt eine Opposition, die in der Lage ist, uns auch wieder zu entmachten. Das ist, weswegen ich hier fast 3 Jahre, im April wären es wirklich 3 Jahre, jeden Montag hier stehe. Don wahrscheinlich für eben jene Ziele. Er kann uns aber auch gleich persönlich geben. Er ist gerade hier, da gebe ich dir gleich mal das Mikro. Dankeschön. Jetzt haben wir erstmal auf eine sehr unangenehme Art und Weise Ihre Aufmerksamkeit erlangt. Aber es soll mir recht sein, denn tatsächlich, so ähnlich wie dieser Ton jetzt auch sehr unangenehm ist, ist auch momentan die Sicherheitslage auf der Welt. Das aber nicht wegen, also im Vordergrund wegen religiöser Extremisten, sondern viel besorgniserregender sind die, die dahinter stehen, die das Ganze finanzieren. Und da sagte ein großer General der amerikanischen Streitkräfte zu Donald Trump: Wir finanzieren hier mit Milliarden Leute, die wir gar nicht kennen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Und die aber brandgefährlich sind. Und er meinte damit, in allererster Linie erst einmal die Taliban, die finanziert wurden damals im Kampf gegen die Russen in Afghanistan. Und da wurden eben Menschen zu Tötungsmaschinen ausgebildet. Da fing es überhaupt erst an mit der Verinstrumentalisierung einer Religion für kriegerische Zwecke. Das heißt, der Islam wurde dort militarisiert und fanatisiert und praktischerweise natürlich noch mit Waffen ausgestattet. Ja, wie gesagt, der Kampf gegen die Russen, mag man von halten, was man will, das war damals sicherlich notwendig, da einzugreifen. Das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber diese Menschen dort auszustatten mit Waffen, sie zu radikalisieren, das hat uns im Zurückschauen heute nichts Gutes gebracht. Im Gegenteil, nur Unheil. Und genau jene, die gleichen Kräfte, schicken sich nun an, dort für Frieden und Demokratie zu sorgen, wo sie zunächst diese Länder destabilisiert haben. Das ist reiner Hohn und ja, die Verarsche all der Völker, die in der NATO sind, die eben sich an diesen Kriegshandlungen, die daraus folgen, beteiligen müssen, aufgrund dieses Verteidigungsbündnisses. Aber wenn man die ganze Situation mal von etwas weiter oben betrachtet, das heißt auch im historischen Maßstab, dann wird einem bewusst, dass die NATO eigentlich nichts anderes ist als der verlängerte Arm des militärisch-industriellen Komplexes der Vereinigten Staaten. Nicht, dass diese Extrageschäfte, die sie damit machen, diesem Land mehr Wohlstand bringen würden. Nein, diese Extrageschäfte dienen tatsächlich auch nur dem militärisch-industriellen Komplex und den Banken, die, egal welche Seite gewinnt oder verliert, immer die Gewinner sind. Die Verlierer sind immer die jeweiligen Völker, die dort involviert sind. Und jetzt eben auch wir Deutschen. Denn obgleich wir eine Geschichte haben, die uns eigentlich eines Besseren belehren sollte, nämlich um Gottes Willen keinen Streit mit dem russischen Bären anzufangen, sondern wie selbst schon der Chef von Stratfor, eines Strategie-Thinktanks der Vereinigten Staaten, also die Beraterorganisation, die die Vereinigten Staaten bzw. die Administration der Vereinigten Staaten über militärische Aspekte berät, also wo es sinnvoll ist anzugreifen, wie man angreifen sollte, was man tun sollte, dieser Chef George Friedman, der sagte, genau das ist es, was wir seit über 100 Jahren versuchen zu vermeiden oder mit allen Kräften verhindern wollen, nämlich, dass die Deutschen und die Russen friedlich zusammenarbeiten. Genauer gesagt, dass deutsches Know-how, deutsche Technologie und deutsches Geld zusammenkommen mit russischer Arbeitskraft und mit russischen Ressourcen. Denn wenn sich das verbündet, dann wäre ein ernstzunehmender, nein, sogar ein sehr, sehr gefährlicher Gegner für die Vereinigten Staaten geschaffen, von dem sich die USA nie wieder erholen, unter Umständen, oder? Erst in einigen Jahrzehnten. Also der Ausgang ist eher ungewiss und genau das sollte verhindert werden. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation an der russischen Grenze,
die brandgefährlich ist. Und allen voran natürlich auch wieder die Deutschen. Als, wie gesagt, als wenn wir nichts gelernt hätten aus der Geschichte. Aber wie gesagt, wir gehen unserem Tagesgeschäft nach, als würde das alles nicht stattfinden, als würde uns das gar nicht betreffen, als würde schon alles gut gehen, als hätten wir die Gewissheit, dass alles gut geht. Aber wenn man weiß, wie die Bundeswehr aufgestellt ist, dann weiß man, dass wir überhaupt kein Brot haben gegen einen russischen Gegenschlag. Abgesehen davon, dass wenn irgendein Wahnsinniger auf die Idee kommt und Atomwaffen zündet, wir alle keine Chance mehr haben. Aber sei es drum, denn es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Es mokiert sich keiner, auch der Friedenskreis e.V. von Halle steht nicht permanent auf der Straße. Vielleicht ist es tatsächlich einfach zu kalt, zu unbequem. Vielleicht werden sie auch nicht ausreichend für ihren Aktivismus und für ihren Idealismus bezahlt. Vielleicht reicht das Geld einfach nicht, um dann doch mal die Gefahr einer Erkältung in Kauf zu nehmen, um auf die Straße zu gehen. Wir tun das. Wir tun dies seit fast 3 Jahren, wie Sven vorhin schon sagte, im April wären es, wie gesagt, 3 Jahre. Wir tun das auch wieder alle Angriffe, die wir dadurch in Kauf nehmen müssen. Als was hat man uns alles schon bezeichnet? Ja, wir haben von der drohenden Kriegsgefahr schon im April 2014 gesprochen. Da wurden wir als verrückte Spinner und Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ja, jetzt sind die Soldaten der Vereinigten Staaten an der russischen Grenze. Es ist mal wieder kurz vor knapp und genau so tönten die Menschen damals auch vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Alle, die davor gewarnt haben, die wurden verlacht. Das kann ja nicht sein. Das ist doch alles gut. Aber das ist es eben nicht und Krieg kommt eben unvermittelt, von jetzt auf gleich. Das wird nicht groß angekündigt, sondern da werden Vorbereitungen getroffen und der Feind darf davon nichts mitbekommen. Der darf nicht wissen, wann es losgeht. Also der Termin wird nicht vorher genannt. Es wird uns kalt erwischen, wenn es soweit kommt. Wobei ich persönlich nicht wirklich glaube, dass Putin sich wirklich dazu reizen lässt, in einen Krieg einzutreten. Ich glaube sogar, dass Donald Trump eher das Militär wieder abziehen lässt und die Lage dort entspannt mit Russland. Aber was glaube ich? Was weiß ich schon? Was weiß ich, was im Hintergrund alles passiert? Welche Entscheidungen im Hintergrund getroffen werden? Eben, wenn wir eine Presse hätten, die uns darüber informieren würde, die investigativ vorgehen würde und den Politikern auf die Finger schauen würden und eben versuchen herauszufinden, was dort gespielt wird. Wenn wir solch eine Presse hätten, die unabhängig wäre und nicht irgendeiner Interessengemeinschaft aus Politik, Wirtschaft oder eben dem Bankensystem dienen würden, wenn sie also frei wären, dann wüssten wir auch, was los wäre. Dann hätten eben diese Kriegstreiber aus der Wirtschaft und aus dem militärisch-industriellen Komplex auch keine Chance, uns hier einen Krieg aufzustülpen, den wir weder brauchen noch wollen. Und vor allem, der für uns keinen Nutzen hat, für keine Seite. Tatsächlich ist es eben wirklich nur, wird es geschürt eben von Interessengemeinschaft wie aus eben der Banken und des militärisch-industriellen Komplexes. Das war's. Sonst profitiert keiner davon. Später natürlich die Wirtschaft wieder, weil alles aufgebaut werden muss. Jeder muss sich dann wieder jeder, der überlebt, wieder neue Gerätschaften kaufen, braucht wieder ein Dach über dem Kopf. Also dann blüht die Wirtschaft wieder. Oh, welch Wunder. Aber welch großes Opfer ist dafür notwendig? Wollen wir das? Können wir das wirklich wollen? Wie gesagt, ich möchte hier keine Panik schüren. Im Gegenteil. Ich weiß, dass wenn die Bevölkerung eben nicht erst zuwartet, bis es knallt, bis es soweit ist, bis es vielleicht auch zu einem Bürgerkrieg kommt, weil es hier tatsächlich die Spannungen zwischen den verschiedenen kulturellen Gruppen in Deutschland zu groß werden. In Frankreich ist das vielerorts bereits der Fall. Aber wenn wir nicht zuwarten wollen, sondern wenn wir jetzt beherzt handeln, indem wir eben nicht einfach drauf loshauen und alles kaputt schlagen, sondern auf die Straße gehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Wir wollen eure Politik, die ihr betreibt, die eh nicht für uns ist, die eh nicht für das Volk ist, sondern eben für irgendwelche Kriminellen, die wollen wir nicht mehr und wir wollen euch kriminelle Kasper dort oben auch nicht mehr und schon gar nicht mehr weiter finanzieren und euch satt und fett machen. Im Gegenteil, die Forderung sollte lauten nach mehr Demokratie, Subsidiarität, das heißt Macht von unten nach oben,
also echte Demokratie. Die Forderung sollte lauten, eben weg mit diesen Altparteien, die uns all die Jahre, Jahrzehnte nur verraten haben. All das muss enden. Und dazu müssen tatsächlich auch Veränderungen, gravierende Veränderungen vorgenommen werden, die wir eben von diesen Politmagen nicht fordern können, sondern das können wir nur als sich frei verstehende Völker Europas selbst in die Hand nehmen, durch einen friedlichen Widerstand, eben durch Zeichen, die wir setzen, dass wir eben die Schnauze voll haben von dieser kriminellen Politik. Dazu braucht es, wie gesagt, beherzte Bürger. Dazu braucht es Menschen, die auch verstehen, was Demokratie wirklich bedeutet und die sich kein X vom U vormachen lassen und vor allen Dingen, die nicht so verblendet sind und von diesem Gutmensch-Hype angesteckt sind, sondern die noch ein Fünkchen Verstand haben und die erkennen, was hier tatsächlich abläuft und die vor allem diese Konsequenzen, die darauf folgen, nicht ertragen und erdulden wollen. Wenn Sie sich als ein solcher verstehen, dann werden Sie aktiv. Kommen Sie später, wir gehen jetzt in 5 Minuten los, kommen Sie dann mit uns mit, hören Sie uns mal zu und vor allen Dingen seien Sie und bleiben Sie offen. Auch für die Tatsache, dass man Ihnen hier über uns nur Blödsinn erzählt, dass man Sie über uns falsch informiert hat. Wir sind weder politisch ausgerichtet, noch religiös ausgerichtet, noch folgen wir irgendeiner anderen Ideologie, außer dass wir der Vernunft folgen und dass wir erwarten, was wir erwarten können, nämlich dass die, die uns vertreten, die wir eben mit unserer Steuergeldung finanzieren, auch bitteschön der Vernunft dienen und vor allen Dingen dem Volke dienen, denen, die sie gewählt haben, dass sie eben diejenigen, die sich selbst nicht wehren können, die eben glauben, dass sie, wenn sie ein Kreuz in aller 4 Jahre machen, dass sie damit Demokratie leben, dass sie sie nicht enttäuschen. Aber solange es keiner merkt, solange sich darüber keiner brüstiert, niemand auf die Straße geht, solange wir das erdulden, dann sind wir nach wie vor ein Volk, das man in einer Diktatur knechten kann und vor jeden Karren spannen kann. Und es wird Zeit, dass wir der Weltöffentlichkeit und uns vor allen Dingen selbst beweisen, dass dies nicht mehr der Fall ist, sondern dass wir mündige Bürger sind, dass wir demokratiefähige Bürger sind und dass wir vor allen Dingen auch Interesse daran haben, dieses Land zu gestalten, neu zu gestalten, umzugestalten, dass es für zukünftige Generationen hier auch lebenswert ist und nicht eben diesen Kurs weiter beschreiten wollen, der ja wirklich für unsere Zukunft düsteres prophezeit. So, ich danke erst einmal und übergebe das Wort an Gisela und nach Gisela gehen wir dann weiter auf den Marktplatz. Danke. Hallo, ich möchte euch mal heute ein Märchen vorlesen, und zwar das Märchen vom Volk der Zipfelmützen. Es war einmal ein Land im Herzen Europas. Die Menschen, die dort lebten, waren zeitlebens damit beschäftigt zu arbeiten, Steuern zu zahlen und fürs Alter vorzusorgen. Sie beherzigten das Motto ihrer Vorväter, man lebt, um zu arbeiten, und schüttelten den Kopf über die gegenteilige Ansicht vieler ihrer südlichen Nachbarn, die ihnen einflüstern wollten, man arbeitet, um zu leben. Weltweit bekannt wurden diese Menschen aus Michelland durch ihre Zipfelmützen, die man über Augen und Ohren ziehen konnte, um Unangenehmes möglichst nicht zu sehen und zu hören. Das nutzten die Auserwählten und ihre Politiker vom Michelland aus und verteilten das Geld und Vermögen dieses Völkchens an alle Welt, ohne dass jemand davon las oder hörte oder es sonst wie zur Kenntnis nahm. Da die Menschen nur für angenehme Nachrichten die Zipfelmützen lüfteten, wurde ihnen versprochen, die Rentenkassen seien voll, es gäbe bald überall im Land nur noch blühende Landschaften, der Euro mache alles preiswerter und einfacher und die EU in Brüssel würde den Wohlstand künftig noch sicherer machen. Doch eines Tages wollten die Mische die Früchte ihrer nimmermüden Arbeit sehen und schoben die Zipfelmützen hoch. Sehr zu ihrem Erschrecken waren die Rentenkassen ratzeputzleer, die früheren DM-Löhne halbiert, die Europreise aber genauso hoch wie zuvor in DM, ihre Arbeitgeber in andere Länder entschwunden, die Werke geschlossen und an vielen Läden hing das Schild zu vermieten.
Um sich herum sahen die erschrockenen Michel nur noch schwarze Löcher neben Riesenbergen von aufgetürmten Schulden und überall fremdartige Leute, sodass sie ihre Heimat gar nicht wiedererkannten. Daraufhin erhoben sich erste Stimmen des Protestes gegen die gutgläubig immer wieder gewählten Parteien und vereinzelt wurde der Ruf laut, wir sind das Volk. Das versetzte die Politiker in höchste Alarmstufe und sie holten über viele Jahre so viele Nicht-Michel ins Land wie nur möglich, um sich ein anderes Volk zu schaffen. Damit diese Nicht-Michel dann aber an ihre Gönnerparteien wählen konnten, wurde ein neues Staatsbürgergesetz erlassen und eine millionenteure Kampagne gestartet, um die Nicht-Michel zu überreden, die Staatsbürgerschaft ihres Gastlandes anzunehmen. Verständlicherweise wollten die Nicht-Michel nun aber auch die gleichen Rechte haben und so leben wie der Michel. Also wurden die Michel wieder zur Kasse gebeten. Das soziale System der Michel, für das sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, war pleite. Wurde ein Michel arbeitslos, fiel er in kürzester Zeit der Armut anheim. Obwohl die meisten dieser Michel über viele Jahre kleine Vermögen in die Sozialkassen eingezahlt hatten, bekamen sie dann nur noch ein Jahr lang Arbeitslosengeld. Danach mussten sie alles veräußern, was sie angespart hatten. Und anschließend wurden die Familienangehörigen vom Staat belangt. Waren auch die ausgeplündert, gab für alle die gleiche Grundversorgung. Für die betroffenen Michel genauso viel oder wenig wie für die zugewanderten Nicht-Michel, die kaum etwas in die Sozialkassen eingezahlt hatten. So wurde nach Meinung der Politiker der Grundsatz gleiches Recht für alle vorbildlich verwirklicht. Als sich das Murren im Volk der Michel über diese Entwicklung aber zu einem Brodeln verstärkte, beschlossen die Politiker nun Nägel mit Köpfen zu machen. Regierung und Opposition wurden von den Auserwählten angewiesen, die in Sachen Einwanderung bisher widerwärtige Schaukämpfe miteinander geführt hatten, um ihre stille Übereinstimmung zu vernebeln, ein neues Zuwanderungserweiterungsgesetz zu erlassen, damit künftig noch mehr Nicht-Michel einwandern und die Parteien sich endlich ein Wahlvolk nach ihren Wünschen schaffen können. Die Nicht-Michel bekamen auch einen neuen Namen. Sie hießen jetzt Neu-Michel. Wer sich auflehnte, wurde eingekerkert. Wer es schaffte, setzte sich in ein Land ab, wo man seine Arbeit zu schätzen wusste. So kam es, dass das Volk der Michel aus dem Michelland verschwand. Als nun das Michelland von den Michelmenschen entvölkert war, wurden die Neumichel wie Vieh ausgepresst. Wer nicht für die Auserwählten schuften wollte, wurde hart bestraft. Nun dachte mancher Neumichel daran, wie schön es früher war. Hätte er nur dem Michelvolk geholfen, anstatt seinen Feinden zu dienen. Doch nun war es zu spät. Und wenn nicht alle Michel gestorben sind, leben sie versteckt in anderen Völkern. Ja, ich habe ein Zitat. Hier ein kleiner Einwurf. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Spruch, dem König gefällt sein Volk nicht mehr, so soll er sich doch ein anderes suchen. Gesagt, getan. Ich habe dann noch dazu passend ein Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker. Zitat Anfang. Das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blinden Zorn alles kurz und klein. Auch das, was ihm noch helfen könnte. Zitat Ende. Hast du das noch von Napoleon? Ja. So, und ja, damit sind wir erstmal mit diesem Programmpunkt am Ende und gehen nun weiter auf den Marktplatz. Und ja, vors Rathaus. Wer mitkommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wie gesagt, hier ist jeder willkommen, egal welcher Religion, welcher Hautfarbe oder welcher politische Ausrichtung, welchen Geschlechts, welchen Alters oder welchem ja, sozialen Stand. Das ist nämlich völlig egal, wenn es um unsere Zukunft geht. Da geht es um uns alle.
Also ist jeder herzlich willkommen und eingeladen, sofern er eben seine Ideologien oder das, was trennt, zu Hause lässt, auf der Seite lässt und sich eben als ein Teil der Bevölkerung versteht, den genau diese Punkte angehen. Vielen Dank. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind die Mahnwache von Halle. Seit nunmehr fast 3 Jahren gehen wir jeden Montag auf die Straße, um ja, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger darüber aufzuklären, welche fatale Situation sich angebahnt hat, damals mit der Ukraine-Krise, und welche Folgen das für uns haben wird. Und das, was wir damals 2014 schon gesagt haben, wovor wir schon gewarnt haben, das wird jetzt immer offensichtlicher. Denn was soll es sonst bedeuten, wenn 4.000 amerikanische Soldaten und 2.600 Fahrzeuge, also Militärfahrzeuge, wovon ca. 1.500 gepanzerte und bewaffnete Fahrzeuge sind, was soll das bedeuten? Es kann nur bedeuten, dass sich hier langsam ein Krieg anbahnt. Wir möchten hier keine Panik schüren. Denn davor haben wir ja bereits 2014 gewarnt. Damals hat man uns als Spinner und Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Aber wie gesagt, langsam wird es immer offensichtlicher, worauf es hinausläuft. Wichtig ist hierbei, dass man bedenkt, wem nutzt eigentlich ein Krieg? Wem nutzt es, wenn sich die Völker in die Haare kriegen? Ich muss persönlich sagen, ich habe nichts gegen die russische Bevölkerung an und für sich. Und das wird den meisten, der jetzt hier zuhört, den meisten wird es auch so gehen, dass sie ja eigentlich überhaupt keine Feindseligkeit gegenüber dem russischen Volk haben. Ja, vielleicht kennen sie nicht mal einen einzigen Russen, dem sie jetzt feindselig gegenüber gesonnen sind. Und dennoch soll es zu einem Krieg dann kommen? Und genau so ist es eigentlich immer gewesen. Niemals haben sich die Völker an und für sich feindlich gegenüber gestanden. Es waren immer jene, die auch nur einen Tropfen Blut verloren haben in diesen Kriegen. Es waren immer nur jene, die finanzielle Vorteile davon hatten oder die aufgrund ihrer Position und um ihre Macht und Position zu halten, einfach eine Agenda von Kriegsgewinnern durchgesetzt haben und sie eben mittels fein ersonnener Propaganda dem Volke verkauft haben und damit die Völker jeweils immer in einen Krieg getrieben haben, beziehungsweise auf einen Krieg eingeschworen haben. Und irgendwie hat das auch immer funktioniert. Und wir sind der Meinung, dass das beendet werden muss. Und dass wir heute auch in einer Zeit leben, wo dies tatsächlich möglich ist. Dass man nämlich so viele Menschen über das Internet heutzutage erreichen kann und sie über die Zusammenhänge und über die Mechanismen der Kriegsindustrie informieren kann. Es ist also durchaus möglich, dass wir dieses Mal dem Ganzen einen Riegel vorschieben können, bevor es zu spät ist. Aber dazu bedarf es natürlich Aktivismus. Es bedarf dazu einen gewissen Mut auch. Gerade in einer Zeit, wo Menschen, die sich, die politisch unbequeme Meinungen vertreten oder die den Mainstream, also den Hauptstrom, Meinungsstrom der Bevölkerung nicht teilen, sondern die vielleicht völlig anders denken und sagen, nein, also irgendwie war schon immer so, na klar, aber ich glaube nicht, dass es auch so sein muss. Zum Beispiel das Geldsystem und freie Medien, eine Industrie, die nicht für das Wohl der Menschen und der Konsumenten arbeitet, sondern nur für den eigenen Profit. Und das ermöglicht dann, nur um ein kleines Beispiel zu nennen, damit Sie wissen, worauf ich hinaus möchte, das ermöglicht dann ungesunde Lebensmittel wie Coca-Cola oder extrem billiges Fleisch
welches natürlich auch schnell produziert werden muss in, ja, in Höfen, Tierhöfen, wo die Tiere in unwürdigen Verhältnissen gemästet werden, mit Medikamenten vollgestopft werden und ja, zu Tausenden täglich geschlachtet werden. Und das reicht ja nicht mal. Also solche Perversionen erleben wir in allen Sektoren der Industrie oder nahezu allen Sektoren der Industrie. Solche Perversionen erleben wir aber auch und gerade im Geld- und Bankensystem. Und wir sind der Meinung, wie gesagt, dass man das stoppen kann. Es bedarf aber dazu eben, wie gesagt, Aufklärung. Und dafür stehen wir auf der Straße, um unsere Mitmenschen, ganz egal, wie man uns betitelt, ganz egal, wie man uns nachher hasst, weil wir die Wahrheit sagen. Wir sind der Meinung, dass es nur so geht. Denn die Medien klären uns nicht auf, die Politiker klären uns weitestgehend nicht auf oder erst dann, wenn sie im Ruhestand sind und nichts mehr zu verlieren haben. Auch die Größen aus der Industrie und Wirtschaft, erst dann, wenn überhaupt, wenn sie eben nichts mehr zu verlieren haben. Also müssen es die Bürger selbst tun. Und auch nur die Bürger selbst können dieses Ruder rumreißen, weil wir können es von den Politikern nicht fordern, denn die Politiker haben sich ja bisher jahrzehntelang nicht um diesen Umstand gekümmert, dass wir ein kriminelles Bankensystem haben, was jetzt nach und nach ganz offen diskutiert wird. Und doch bezeichnen ein paar dumme Pseudo-Intellektuelle uns immer noch als Spinner, Verschwörungstheoretiker und dass wir keine Ahnung haben. Dabei saugen wir uns das ja nicht aus den Fingern, sondern, und das ist eben das Traurige, wir informieren uns ja darüber, im Gegensatz zu denen, die uns eben genau als Idioten und als dumm betiteln. Und dabei offenbaren sie ihre eigene Blödheit. Und obendrein sind sie noch zu blöd zu begreifen, wie blöd sie sind. Und vor allen Dingen, dass sie sich vor jedem Krachen spannen lassen. Auch die, die damals noch 2015 alle in ihrem Gutmenschtum und völlig hypnotisiert alle Menschen aus allen Ländern hier in Deutschland willkommen geheißen haben, ganz egal, woher sie kommen, ganz egal, welchen kulturellen Hintergrund sie mitbringen, ja, das war ja auch nicht das Problem. Das Problem ist das Niveau einiger dieser Bürger. Nicht aller, bei weitem nicht aller. Aber eben einige, und das leider eben genug, um hier Europa tatsächlich nachhaltige Schaden anzurichten. Ganz sogar hier sogar die Sicherheitslage zu destabilisieren. Wir empfinden es als völlig normal und sogar noch als beruhigend, wenn wir hier auf dem Weihnachtsmarkt die Polizei mit MP am Anschlag sehen. Wer das zum ersten Mal gesehen hat, dieses Weihnachten, der fliegt nicht sehr oft. Denn das ist an den Flughäfen schon in ganz Europa schon gang und gäbe. Dass man militärisch gekleidete Sicherheitskräfte bzw. Polizisten mit militärischem Waffengerät am Anschlag durch den Flughafen patrouillieren sieht. Mich hat das bisher immer erschreckt, wenn ich das gesehen habe. Weil es doch eine Tendenz offenkundig werden lässt. Nämlich Sicherheit statt Freiheit. Und jeder, der sich da mit diesen einschlägigen Dystopien wie 1984 oder A Brave New World auskennt, der weiß, worauf das hinausläuft. Und die Medien haben lange Zeit uns darüber nicht wahrheitsgetreu berichtet. Wie gesagt, weil sie Haus- und Hofpresse der etablierten Politik sind und der Industrie und Wirtschaft, aber auf keinen Fall dem Volke dienen. Wir haben also hier Haberlumpen in allen Instanzen, auf allen Ebenen. Duckmäuser, Feiglinge, Gewinner, Opportunisten, ja, ich gehe sogar so weit, Soziopathen und Psychopathen, die sich hier nicht an den Scheißdreck um die Sicherheit der Bürger kümmern, sondern möglichst zusehen, dass sie gut finanziell dabei wegkommen. Es sind Menschen, die also keinerlei Anstand am Leibe haben. Und die finanzieren wir durch unsere Steuergelder. Die halten wir an der Macht, die wählen wir jedes Jahr wieder und die haben auch mittlerweile nicht mal mehr den Anstand, wenn es offensichtlich wird, dass sie eine bevölkerungsfeindliche Politik betrieben haben. Also, man spricht hier gerne von einem Fehler, aber ich glaube nicht, dass Angela Merkel einen Fehler gemacht hat,
sondern dass das eben ganz bewusst geplant war. Aber sie hat ja nicht mal den Anstand, dann abzutreten. Nein, sie macht dann einfach kackfrech weiter. Und das ist wirklich das Übermaß an Dreistigkeit, was wir uns dulden, was sie ja dulden und uns gefallen lassen. Aber wie gesagt, wir haben es in der Hand. Wir, die Bevölkerung in einem demokratischen Land. Und wenn wir dann nämlich tatsächlich dann Widerstand leisten, dann wird auch ganz schnell klar, dem einen oder anderen, nicht allen, aber dem einen oder anderen wird dann auch ganz schnell klar, wie demokratisch unser Land wirklich ist. Dann wird auf einmal klar, wenn man etwas schreibt im Internet, was vielleicht, ich rede hier nicht mal von Hetze oder von wirklichen wohllosen Gewalt, Androhungen oder so, also wirklich unterste Schublade. Ich rede hier einfach von unbequemen Meinungen, die dann zensiert werden, ganze Kanäle gesperrt werden. Und da erkennt man, wie demokratisch unser Land wirklich ist, wie weit es tatsächlich mit Artikel 5, nämlich dem Artikel über die Meinungs- und Pressefreiheit, es tatsächlich bestellt ist in diesem Land. Also ein Fisch, der nie an den Rand des Aquariums schwimmt, so sagte ich schon das letzte Mal, der wird auch nicht herausfinden, wie unfrei er wirklich ist. Dem Fisch ist es egal, weil er zu dumm ist. Aber uns sollte es, wie gesagt, nicht egal sein. Im Gegenteil, wir sollten an dieser Stelle wirklich das tun, was uns laut Grundgesetz nicht nur zusteht, sondern was Bürgerpflicht wäre, nämlich Artikel 20 Absatz 4, Widerstand zu leisten gegen jeden, der es unternimmt, diese demokratische Grundordnung zu unterwandern. Und wenn wir hier noch nie wirklich Demokratie hatten, na, dann werden wir auch nichts vermissen. Denn Volksentscheide haben wir nicht und echte Souveränität haben wir auch nicht. Denn die Vereinigten Staaten mischen ja ganz willkürlich in unserem Land sich ein in politische Angelegenheiten. Sie fahren mit ihren Militärfahrzeugen einfach durch Deutschland durch. Es ist alles okay. Es fliegen amerikanische Flieger, einfach, also Militärflieger, einfach wie sie lustig sind hier in Deutschland. Und es werden Drohnenmorde koordiniert von der Rammstein Airbase hier in Deutschland. Also Völkermord von Deutschland mitgestaltet. Designed by Germany. Das ist alles völliger normaler Wahnsinn hier in diesem Land. Aber jene, die sich dann darüber beklagen, jene, die dann auf die Straße gehen und Alarm schlagen, die werden dann als Hetzer, die werden dann als Spinner betitelt und eben jene, die einfach zu dumm sind, weil sie sich selbst darüber nicht informieren und sich gar nicht informieren wollen. Denn wenn man das weiß, dann würde das ja zur Handlung verpflichten, wenn man noch ein bisschen Anstand am Leibe hat. Ja, aber diejenigen, die da zu dumm sind, zu uninformiert sind, die sind es, wie gesagt, die sich erdreisten, uns dann zu beleidigen, uns in den Dreck zu ziehen. Dabei tun wir das eben nicht so wie der Friedenskreis e.V., der ja finanziert wird, der übrigens nicht wegen der drohenden Kriegsgefahr mit Russland auf der Straße steht. Ja? Wir tun das im Gegensatz zu diesen Vereinen völlig ohne Bezahlung, völlig ohne irgendwelche Zuwendungen. Und wir machen es tatsächlich für uns, unsere Mitmenschen, unsere Kinder und Kindeskinder. Wir tun es eben für nachfolgende Generationen. Und weil wir eben noch Anstand am Leibe haben, weil wir Patrioten sind. Aber wir sind dadurch keine Nationalisten, nur weil wir uns um die Belange unseres Landes kümmern. Aber jeder, der so dämlich ist, zu glauben, dass Patriotismus etwas Schlechtes ist, der hält es auch für schlecht, dass sich jemand in seinem Apartmenthaus für Sauberkeit und Ordnung einsetzt. Also da ist es völlig normal, aber für die Belange seines eigenen Landes sich einzusetzen, das ist nicht normal. Ich sage aber, wie im Kleinen, so im Großen. Und genauso funktioniert tatsächlich auch die Welt Mikrokosmos, Makrokosmos. Es ist, funktioniert alles nach der gleichen göttlichen, vernünftigen Ordnung. Und deswegen ist es wirklich ein Wahnsinn zu behaupten, dass Menschen, die sich beherzt für die Sicherheit und für die Zukunft, für eine bessere Zukunft für das eigene Land einzusetzen, dass das schlechte Menschen sind. Das ist an Idiotie nicht zu überbieten. Aber genau diese Idiotie ist im Augenblick die vorherrschende Meinung
das ist momentan oben auf. Weil sie lauter sind, weil sie an den Schalthebeln sitzen, wo Meinungen gebildet werden, weil sie in der Presse sitzen, weil sie im Fernsehen das Sagen haben, weil sie in den Schulen und in den Kultusministerien an den Schalthebeln sitzen und dort die Entscheidungen treffen, völlig am Bundestag bzw. völlig am Gesetzgeber vorbei. Hier wird also Politik betrieben, still, klamm und heimlich gegen das Volk. Und das Volk wird dabei umprogrammiert durch eine Propaganda, wie gesagt, die nicht abgesegnet wird von Wähler oder von den tatsächlichen machthabenden Parteien, sondern eben von Parteien wie die Partei der Linken und natürlich allen voran Bündnis 90 Grüne. Die Partei, die eigentlich eine Pazifistenpartei ist und aber eigentlich schon olivgrün ist. Eine Kriegstreiberpartei, eine antideutsche Partei, also eine Partei, die gegen, ganz offen gegen die Interessen des eigenen Landes agiert, die Deutschland den Tod wünscht und allem Deutschen den Tod wünscht, die quasi unsere Kultur am liebsten ausgerottet sehen möchten. Und das ist nicht übertrieben. Oder wie könnte man ein Spruchband, hinter dem man herläuft, anders verstehen, auf dem steht, Deutschland verrecke oder nie wieder Deutschland. Das kann man nicht anders sehen. Das ist deutschfeindlich, das ist Rassismus. Und das ist, es ist auch ein Stück weit Masochismus. Und da fängt es an, geistig, ungesund zu werden. Aber wie gesagt, das ist normaler Zustand in diesem Land. Und es wird Zeit, dass man eben genau da mit dem Finger drauf verweist. Es ist mindestens genauso unangenehm wie in dem Märchen des Kaisers Neue Kleider, zu sagen, der Kaiser ist verdammt nochmal nackt. Ihr lasst euch alle betrügen. Der Kaiser ist nackt und Angela Merkel ist eine Verbrecherin. Sie ist eine Gesetzesbrecherin und sie ist schädlich für das eigene Volk. Und wie gesagt, es tut niemand etwas gegen sie, weder in der eigenen Partei noch aus dem Volke. Das sollte uns zu denken geben. Vielen Dank. Hätten diese CDUler, die im Herbst 2017 ihren Arbeitsplatz, ihren Bundestagsmandat verlieren, einen Arsch in der Hose, dann hätten wir schon längst einen Stauffenberg. Einen Stauffenberg, der im Kanzleramt seinen Koffer vergisst. Dazu möchte ich keinen aufhetzen, aber ich könnte es verstehen. Merkel schadet dem Volk und das bewusst und offensichtlich im Auftrag. Der Auftrag, Schaden vom eigenen Volk abzuwenden, den Nutzen zu mehren, der Kanzlereid, den sie aussprach, der wird jeden Tag aufs Neue mit Füßen getreten. Diese Kanzlerin ist nicht meine Kanzlerin. Und es ist doch bewusst, dass so eine Gegenkanzlerkandidaten wie Sigmar Gabriel, eine Lusche vor dem Herrn, eingesetzt werden, um Merkels Wiederwahl zu sichern. Es glaubt doch keiner im Ernst daran, dass jemand diesen Gabriel, der das Volk als Pakt bezeichnet, wählen wird. Merkel muss weg. Und das kann nur dadurch geschehen, was aber utopisch ist, indem eine alternative Partei, eine neue Partei, 51% gesetzgebende Mehrheit bekommt und den Kanzlerkandidaten damit auch stellt und im Bundestag die Mehrheit erreicht, diesen Kanzler auch einsetzen zu lassen. Alles andere ist kein Weg. Also es wird zurzeit kein Weg an Merkel als neue Kanzlerin vorbei. Und sie hat also dabei die Unterstützung durch die komplette Lügenpresse, die ja gleichgeschaltet ist, auch in Deutschland. Das ist ja in Amerika genauso, da ging es ja gegen den Trump. Aber der Trump-Effekt hat gezeigt, dass Trump die Wahl gegen jegliche Prognose gewonnen hat, dass alternative Medien, die Macht haben, die gleichgeschaltete Lügenpresse auszuheben. Das heißt, deren Meinungsvorgaben ad absurdum zu legen. Und genau das ist es, weswegen alternative Medien, soziale Medien jetzt unterminiert werden sollen, teilweise verboten werden sollen. Da wird ein Verein installiert, Korrektiv e.V., der angeblich gemeinnützig ist. Der hat 2015 ein Budget gehabt von 1,5 Millionen Euro. Diese 1,5 Millionen Euro setzen sich angeblich nur aus Spenden zusammen. Spenden von Bürgern, auch welcher Bürger spendet denn dahin? Das wird die Minderheit sein. Ansonsten sind es noch Stiftungen. Dann haben Medien,
Anstalten gespendet. AD 25.000, die Deutsche Bank 55.000, 2015, 2014 waren das von der Deutschen Bank noch 5.000. Da wisst ihr doch, wohin das geht. Diese Korrektiv-EV hat keinen Willen und auch nicht das Ziel, unabhängig Facebook zu zensieren. Dass Facebook zensiert werden soll, ist das Ziel der etablierten Parteien. Weil sie sehen, angesichts der Bundestagswahl, sehen sie die absolute Gefahr, Mandate in hunderter Größen zu verlieren. Es gibt nur 630 Bundestagsmandate im Moment. Davon, die AfD zum Beispiel, steht im Begriff, davon 100 den Altparlamentariern wegzunehmen. Und ich beglückwünsche diese Partei, der ich nicht angehöre, um deren Ziele ich mich auch nicht weiter kümmere. Aber es könnte jede Partei sein. Ich beglückwünsche jede neue Partei, die es schafft, die Altparlamentarier aus dem Bundestag zu fegen. Weil dass diese entgegen unserer aller Interessen fungieren, das haben sie mehr als einmal bewiesen. Da muss kein Gabriel kommen und das Volk das Pakt bezeichnen. Da muss die Merkel nicht auf irgendeiner Politikerfeier die Deutschlandfahne angewidert wegwerfen, um das zu beweisen. Nein, die Gesetzgebung, der Umgang mit kriminellen Flüchtlingen zum Beispiel, die beweist es jeden Tag. Regional weise ich auf Papenburg hin. Vor einem Jahr schon haben wir gesagt, dass es utopisch zu erwarten, dass Analphabeten in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Wie sollte das funktionieren? Da haben die Lügenpresse, die Politiker haben hier gefeiert. Der Landesministerpräsident hat sich bei Papenburg noch die Hände geschüttelt. Es wurde durch jede Lügenpresse, durch die NZ bundesweit wird das breitgetreten. 100 Flüchtlinge, das waren gesiebte 100 Flüchtlinge. Das war die Creme de la Creme der eventuell möglicherweise in den Arbeitsmarkt integrierbaren Flüchtlinge. Heute musste genau die Lügenpresse, die das damals gefeiert hatte, zugeben, von den 100 ist einer übrig geblieben. Einer von 100, die Auswahl aus Tausenden waren, rechnet das hoch. Und rechnet das hoch auf den Familiennachzug, der noch droht. 15 Millionen, knapp der Hälfte der 82 Millionen Arbeitnehmer, zahlen mehr in den Steuertopf als sie herausnehmen. Das heißt, sind aktive Steuerzahler. All die anderen Arbeitnehmer arbeiten in Rathäusern, arbeiten bei Parteien, bei Vereinen, im öffentlichen Dienst. Die leben alle von diesen 15 Millionen, vom Schweiß dieser 15 Millionen. Und wenn diese Bundesregierung hier noch 2 Millionen Flüchtlinge, Kriegsflüchtlingen muss geholfen werden, ohne Frage, aber es ist ja nun nachgewiesen, dass Flüchtlinge, die hier mit 10 Identitäten sich anmelden, Flüchtlinge, die in Legionen vergewaltigend durch Deutschland ziehen, dass das keine Flüchtlinge sind und dass sie nicht diesen Schutz bedürfen und nicht den Schutz verdienen und auch nicht die steuerliche Alimentierung von uns. Wenn dann diese Regierung 2 Millionen von diesen Menschen, die vielfach hochkriminell sind, nicht alle, in dieses Land lockt, in diese Sozialsysteme integriert, dann kann das nur zu dem totalen Bankrott dieses Staates und dieser Sozialsysteme führen. Darüber denken Politiker nicht nach. Politiker haben selbst auch noch nie einen Cent erwirtschaftet. Sie leben auch nur vom Schweiße der Arbeiter und Angestellten dieses Landes. Ein Bundesparlamentarier bekommt mindestens 10.000 Euro aufwärts jeden Monat. Ein Landtagsabgeordneter 6.000 Euro aufwärts jeden Monat. Ein Europaparlamentsabgeordneter, die wir ja auch durchfüttern, weil Deutschland der größte Nettozahler ist, 30.000 Euro aufwärts jeden Monat. Das heißt, für jede von diesen Politmagen müssen Hunderte bis Tausende Steuerzahler, aktive Steuerzahler, arbeiten, allein um die Lohnsteuer zu erwirtschaften, die für diese Politverbrecher notwendig ist. Wir sind nicht gegen Demokratie, aber wir sind gegen diese parlamentarische Demokratie, die zu Selbstbedienungslagen für Verbrecher geworden ist. Was meint ihr, warum im Paragraph 129 Strafgesetzbuch, der Paragraph über die Bildung von kriminellen Vereinigungen, ausdrücklich im Absatz 1 politische Parteien, die das Bundesverfassungsgericht für nicht verboten erklärt hat, ausgenommen sind? Diese können keine kriminellen Vereinigungen sein und nicht dagegen sanktioniert werden, dafür verurteilt werden, weil sie extra ausgenommen werden. Auch wenn sie dieselben Taten, die kriminelle Vereinigungen tun, an den Tag legen. Und das ist programmierte Korruption.
Und genau das müssen wir abschaffen. Wir müssen zur direkten Demokratie finden. Volksbeteiligung, Volksumfragen. Dagegen sprechen sich Politiker aus. Gauck, der jetzt aus dem Amt scheidet, hat ausdrücklich gesagt, wir, die Bürger, sind politisch gar nicht so gereift, um solche komplexen Abstimmungen beurteilen zu können. Lissabon-Vertrag, ein Beispiel. Kaum einer dieser Bundesparlamentarier, die darüber abgestimmt haben, haben diesen Lissabon-Vertrag überhaupt gelesen. Wir aber zahlen dafür, wir Steuerzahler, nicht die Politiker. Diese Maden müssen aus dem Bundestag gejagt werden. Auch wenn neue Parlamentarier im Herbst jetzt im Bundesparlament landen, freue ich mich doch über jeden Alten, der die Koffer packen muss. Weil das zeigt, sie sind nicht unantastbar. Und diese Lügenpresse, auch diese wird irgendwann nur noch marginal sein. Wenn sie es nicht schaffen, dass der Steuerzahler ähnlich wie in der GEZ für sie auch aufkommen muss. Und genau diese Vorschläge gibt es schon durch das Zeitungssterben, was einfach dadurch bedingt ist, dass in einer Zeitung nur das stehen kann, was gestern im Internet stand. Zeitungen werden sterben und ich freue mich über jedes arbeitslos werdende Mietmaul, weil sie haben uns bis jetzt programmiert belogen. Und über solche Leute, über den Verlust ihres Arbeitsplatzes, da weine ich keine Träne nach. Dafür zahle ich auch die Arbeitnehmeranteile in die Arbeitslosenversicherung, dass sie dann wirklich ihr Hartz IV bekommen. Die Lügenpresse muss weg. Die Parlamentarier müssen weg, beziehungsweise die Alten und den Neuen muss gezeigt werden, ihr seid nicht uneingreifbar. Wir wissen, wie es läuft. Gebt uns endlich mehr Volksbestimmung. Wir wollen nicht mehr ausgebeutet, ausgesaugt und unterdrückt werden von euch. Und diese Mechanismen, mit denen sie uns aussaugen, sind unter anderem auch die, weil Donatus das vorhin sagte, die Vereinsmafia, Friedenskreis e.V. Jetzt, angesichts eines drohenden Krieges, überall das Säbelrasseln, sieht man den Friedenskreis überhaupt nicht. Den sieht man einmal am 1. September, den Weltfriedenstag, hier auf dem Markt stehen, eine kleine Veranstaltung zu machen, weil sie sich ja nicht nachsagen lassen wollen, sie würden nichts tun. Aber sie tun nichts, außer sich die Taschen auf Kosten der Steuerzahler voll machen. Die Vereinsmafia muss ausgetrocknet werden. Sie sind die Rekrutierungsorganisation für die Jugendorganisation der Altparteien. Dort oben sitzen gerade die Grünen, Kriegstreiber, die haben jetzt gerade Stadtrats-Fraktionssitzung. Dort oben die erleuchteten Fenster, ich glaube, dass da vorne in der Mitte ist, oder das in der Ecke, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sitzen die dort und ich sage euch, ihr werdet nicht ewig von uns durchgefüttert werden. Theodor Körner, noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten vom Volke bezahlt und dem Feinde zu Spott. Doch eins, da wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Wir gehen jetzt auf die andere Seite, Dankeschön. Nee, dann das knallt es nicht natürlich. Das liegt bei der Kälte. Test, Test. So. So, und nun sind wir hier zu unserem letzten Programmpunkt für diese Woche, für diesen Montag. Sind wir jetzt angekommen. Wir sind die Mahnwache, falls Sie jetzt erst dazugekommen sind, die Mahnwache für einen echten und kompletten Wandel innerhalb der Politik, der Wirtschaft, aber auch im sozialen Verständnis und natürlich und vor allen Dingen auch im Verständnis, was Demokratie bedeutet und das, was wir hier tatsächlich haben. Ich habe hier einmal ein Zitat, deswegen hat es hier etwas länger gedauert gerade. Und zwar ein Zitat, das haben wir ja schon ein paar Mal vorgelesen, aber das ist aktueller denn je, wie ich finde. Gerade in Zeiten, wo eben Menschen, die unbequem sind, weil sie eine Meinung vertreten, die, wie gesagt, nicht dem Mainstream entspricht, also der allgemeingültigen Meinung, sondern eben die Andersdenkenden hier mundtot gemacht werden, verfolgt werden, und zwar, ja, auch von der Polizei und aber vor allen Dingen im Internet, wo noch die letzte Bastion der Meinungsfreiheit
Bar, da wird jetzt zensiert und gnadenlos verfolgt. Und zwar nicht, weil man irgendetwas sagt, was sich an sich schon verbietet, wenn man zivilisiert ist. Nein, einfach, wenn man eine Meinung dort vertritt, die eben nicht dem Mainstream entspricht. Also wenn man sich nicht brav hat Gehirn waschen lassen und brav das nachbetet, was einem vorgebetet wird. Und wie gesagt, dazu passt ganz besonders das Zitat, ein Zitat von Napoleon über die Deutschen. Wir wissen, dass Napoleon Deutschland damals besiegt hat und besetzt gehalten hat und ausgepresst hat. Und zwar bis aufs Letzte. Und er sagte etwas, was es ihm überhaupt ermöglicht hat, das so lange durchzuziehen. Er sagte nämlich, Zitat, es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu sehen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen. Da liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Untereinander haben sie sich gewürgt und sie meinten, ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden. Die Deutschen, glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre eigentlichen Feinde. Zitat Ende. Merken wir etwas? Haben wir es überhaupt gemerkt seit damals? Oder kann man das mit uns immer und immer und immer wieder machen? Ist das vielleicht das wahre Böse, was in den deutschen Köpfen gärt und rumort? Vielleicht sind wir einfach nur Masochisten. Und das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht, wenn wir die Lokomotive Europas sind, wenn wir international so viel Verantwortung tragen wie im Augenblick, dann ist es sehr, sehr schlecht, wenn wir selbstdestruktiv sind, also wenn wir selbstzerstörerische Züge annehmen. Was heißt annehmen? Schon immer am Leibe hatten. Wie gesagt, wir sind gutmütig, wir sind anständig, wir sind obrigkeitshörig und genau da fängt es an, ein Problem zu werden, wenn nämlich die Obrigkeit nicht vom Volk gewählte Vertreter sind, sondern die Herrschaften dahinter, bei denen es um Milliarden und Abermilliarden geht und die es auf keinen Fall zulassen werden, bitte seien Sie nicht so blauäugig, die es auf keinen Fall zulassen werden, dass man ihnen die Suppe spuckt und ihnen ihr Geschäft ruiniert. Die sind es, die tatsächlich die Fäden der Macht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in der Hand haben. Aber, wie gesagt, wir glauben, dass unsere Volksvertreter, die wir gewählt haben, dass die es schon richten werden. Ja, wie ich vorhin schon sagte, wie viele Zyklen müssen wir das jetzt noch mitmachen, um endlich zu begreifen, dass die ja nicht wirklich für uns da sind, sondern dass das eigentlich alles nur ein Schauspiel ist, um uns nämlich das Gefühl zu geben, dass wir etwas mitzuentscheiden haben, dass wir gefragt werden, eben, dass alles in bester Ordnung ist. Und wie ich auch schon drüben sagte, wenn ein Fisch nie an den Rand des Aquariums schwimmt, weiß er nicht, wie unfrei er ist. Und solange wir eben immer alles brav abnicken und alles für gut befinden, was hier läuft, oder zumindest sagen, naja, so war es doch schon immer, oder naja, ich alleine kann es doch nicht ändern. Nein, aber du könntest zumindest ein Zeichen setzen, indem du einen Arsch in der Hose hast und auf die Straße gehst und sagst, nein, das lasse ich nicht zu. Ein Krieg, den will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass irgendwelche kriminellen Banken, die sich verzocken und dabei noch reicher und noch reicher werden, also nicht die Bank selbst, sondern die, die im Vorstand sitzen, denn die schaffen ja ihr Schäflein schon ins Trockene. Und dann sollen diese Banken, diese kriminellen Vereinigungen mit unseren Steuergeldern gerettet werden. So geschehen 2008 und wir haben es abgenickt. Es lief überall im Fernsehen. Wir hätten damals ja schon aufstehen können und sagen können, Moment, Moment. Nein, nein, so läuft das nicht. Wenn sich Bäckerei Müller oder Kfz-Werkstatt Meier verzockt oder verkalkuliert, dann gehen die den Bach runter. Dann sind die morgen Geschichte und sind Hartz-IV-Empfänger. Aber wenn Banken das machen, dann ist das was anderes. Warum? Vielleicht weil wir glauben, dass Banken so etwas wie staatliche Institutionen sind? Ja, wie blöd muss man denn sein, um das zu glauben?
Aber das ist ja gar nicht so neu. Die Federal Reserve Bank, das sind übrigens die feinen Herrschaften, die die ganze Welt mit Dollars versorgen, bis zum Erbrechen. Und zwar so viel Dollars, wie es gar keine Waren auf diesem Planeten gibt, also wie ich vorhin schon sagte, um ein Mehrfaches mehr, als es Waren gibt, die man davon kaufen könnte. Also ein Aberwitz eigentlich, schon spätestens da sollte einem auffallen, wie kriminell dieses ganze Spiel ist. Und was anderes ist es nicht als ein riesengroßes Monopoly-Spiel, wo sie allerdings immer nur die armen Opfer sind. Ja. Aber ich meine, diese Federal Reserve Bank trägt in ihrem Namen Federal, das heißt Bundesreservebank. Und schon klingt es staatlich. Und jeder glaubt, das ist eine staatliche Bank, die Macht hat, eben den Dollar zu drucken. Das macht sie für die Regierung, die arbeitet eng mit der Regierung zusammen. Ja, weit gefehlt. Greenspan, ein ehemaliger Leiter der Federal Reserve Bank, sagte einmal, dass über der Federal Reserve Bank keiner ist, der ihnen auf die Finger schaut, der ihnen Weisungen geben darf. Im Gegenteil, die Federal Reserve Bank entscheidet. Durch ihre Politik wird Politik gemacht. Sie hat die Regierung, mit einfachen Worten, sie hat die Regierung der Vereinigten Staaten an den Eiern. Und die Bevölkerung der Vereinigten Staaten leidet darunter am allermeisten. Wir kriegen die Auswirkungen mit, denn alles, jede Währung ist ja hier nicht mehr Gold gedeckt, sondern ist Dollar gedeckt. Das heißt, das Papier, was man zu nichts benutzen kann, nicht mal zum Feuer machen, weil es stinkt so erbärmlich, wenn man Dollar verbrennt, dass man es selbst dafür nicht verwenden kann. Zum Arsch abwischen ist es zu glatt und zu rau, zu fest. Also es ist zu nichts Nutze, dieses Geld. Es funktioniert nur, weil wir daran glauben. Weil wir daran glauben, dass es einen Wert hat. Weil wir daran glauben, dass es Macht über uns hat. Weil wir diesem Geld diese Macht geben. Allen voran diesem verdammten Dollar. Was kann man tun? Nun, einfach jetzt mal nach Washington zu reisen und die Federal Reserve Bank versuchen anzuzünden, das wird nicht funktionieren. Das müssten die Amerikaner, wenn schon, denn schon selbst tun. Aber das werden sie nicht. Und selbst wenn sie es versuchen werden, so würde die NSA es rechtzeitig mitbekommen, da sie ja sowieso schon jeden Bürger auf diesem Planeten bespitzelt, die Metadaten aller Bürger speichert, einfach mal auf Verdacht hin, denn letztlich ist jeder von uns ja Terrorist, potenziell. Ja? Und dieser Versuch also, diese Institution zu stoppen mit Gewalt, das wird nicht funktionieren. Aber was kann man stattdessen tun? Nun, wenn Sie bisher geglaubt haben, dass das Geld tatsächlich einen Wert hat, wenn Sie tatsächlich geglaubt haben, dass das Geld Macht über Ihr Leben hat, dann wird es Zeit, dass Sie sich darüber informieren und dass Sie andere Menschen darüber aufklären. Denn nur, wenn dieser gemeinschaftlich geglaubte und als Fakt wahrgenommene Umstand, wenn das durchbrochen ist, dann ist eine Riesenmacht durchbrochen. Nämlich die Macht des Geldes an und für sich. Wie gesagt, es ist ein Glaubenskonstrukt. Und solange wir daran glauben, hat es Macht. Verlieren wir den Glauben daran, hat es keine Macht mehr. Im Gegenteil, dann könnten wir zum Beispiel mal alle an einem Tag, vielleicht zur selben Zeit, wenn irgendwie möglich, alles Geld mal von unseren Konten nehmen. Weil ich denke mal, wenn das nur 10 oder 20% der Bevölkerung tun, kommen eben diese dreckskorrupten Mafia-Banken in arge Schwierigkeiten. Dann bricht dieses Dreckssystem zusammen. Was passiert dann? Nun, wenn ein jeder beherzte Mensch, wenn ein jeder Patriot, ein jeder rechtschaffene Mensch, der an wichtigen Positionen sitzt, um die Infrastruktur weiterhin am Laufen zu halten, sodass der Strom weiterläuft, auch ganz egal, ob der Boss dieser Drecksenergiefirma sagt, jetzt schalten wir ab, wenn kein Geld mehr fließt, dann muss der mit Kabelbindern aus dem Gebäude herausgeführt werden und dann muss zum Wohle des Volkes diese wichtige Industrie weiterlaufen. Dann müssen die Bürger das in die Hand nehmen. Aber das bedarf Mut. Und da scheitert es leider. Denn die Deutschen sind leider nicht sehr mutig. Sie sind Maulhelden. Hinter vorgehaltener Hand. Da können sie meckern und zetern, da ist alles furchtbar.
Aber wenn es darum geht, mal Taten folgen zu lassen, das heißt, mal aufzustehen und seinen, vor allen Dingen, das ist das wichtigste Signal, seinem Mitbürger zu zeigen, du bist nicht allein, wenn du das scheiße findest und wenn du das abgestellt haben möchtest, wenn du eine bessere Zukunft haben möchtest, dann bist du nicht allein. Ich stehe neben dir. Und mir ist es scheißegal, zu welchem Gott du betest. Mir ist es scheißegal, welche Klamotten du anziehst, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder welche Partei du bisher gewählt hast. Hey, komm, wir haben uns alle geirrt. Wir haben alle diese Altparteien gewählt. Na, ich nicht, aber die meisten von uns. Also spielt's doch keine Rolle, welche Partei wir vorher gewählt haben, wenn sie doch alle Verbrecher sind, die ganzen etablierten Volksparteien, die sogenannten Volksparteien. Dieses Wort ist schon allein eine Frechheit, denn es sind keine Volksparteien, sondern es sind Mafiaparteien, es sind Kartellparteien und niemals Volksparteien. Da gibt es neue Parteien jetzt, die den Anspruch haben oder den Anspruch hegen, tatsächlich etwas verändern zu wollen, tatsächlich an den wichtigen Punkten eine Veränderung vornehmen zu wollen, wie zum Beispiel eben ein fließendes Geldsystem einzuführen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn sind wir doch mal ehrlich, wollen wir denn den technologischen Fortschritt bremsen, nur damit ein jeder sinnlos arbeiten kann, nur damit wir Arbeit haben? Denn wir brauchen Arbeit zum Leben. Nein, verdammt nochmal, wir brauchen nicht Arbeit zum Leben. Wir brauchen Essen, ein Dach über den Kopf, warme Kleidung zum Leben, sauberes Trinkwasser und gute Hygiene und medizinische Versorgung. Eine gut funktionierende Infrastruktur, das brauchen wir. Und für viele Dinge haben wir mittlerweile technische Errungenschaften, die es völlig automatisch machen. Aber wir haben Angst vor diesen neuen Technologien, weil sie klauen unsere Jobs. Ja, das ist unser einziges Problem. Dabei brauchen wir keinen Job, sondern einfach, dass alles funktioniert. Und da hat es genügend Menschen, die diese Jobs auch gerne machen. Die sich darin gerne verwirklichen. Und dafür reicht es. Aber was machen wir mit den anderen? Was machen wir mit den Rentnern? Was machen wir mit den Kindern eben aus, sagen wir, bildungsfernen Schichten, wo man schon weiß, dass da auch nicht mehr viel draus werden kann, wenn das Kind nicht selbst erkennt, in welcher misslichen Lage es geboren wurde und sich selbst daraus befreit und anfängt zu studieren zum Beispiel, um doch noch Karriere machen zu können. Ja, die bleiben arm, werden eventuell noch kriminell und da fängt die ganze Scheißspirale an. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnten wir uns nicht nur leisten, sondern es wäre sogar die Antwort auf die heutigen aktuellen Fragen, die wir haben, aufgrund eben unserer technologischen Entwicklung und natürlich, ja, verdammt nochmal, wenn wir alle einen Fernseher haben, dann brauchen wir keinen mehr. Also es muss doch nicht wie wahnsinnig produziert werden. Davon abgesehen, dass es Ressourcenverschwendung ist. Aber was machen wir dann mit denen, die dann keine Arbeit haben? Nein, da wird dann uns eingeredet, dass wir konsumieren müssen, weil wir brauchen ja Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es ist besser, da ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Denn die Arbeit, die da ist, die wird auch so gemacht. Es muss jetzt im Prinzip nur noch am Laufen gehalten werden, Ausbesserungen vorgenommen werden, hier und da vielleicht mal ein neues Projekt angefangen werden. Aber wir müssen nicht mehr grundlegendst alles neu aufbauen. Also es braucht nicht jede helfende und arbeitende Hand in diesem Land. Wohl aber kluge Köpfe, die die richtigen Entscheidungen treffen. Entscheidungen nämlich, die ganzheitlich vernünftig sind, also auch in die Zukunft gedacht noch vernünftig sind und nicht den kurzen, schnellen Profit einiger weniger. Das ist schon allein, das ist schon unvernünftig und es sollte jedem, der halbwegs bei klarem Verstand ist, auch klar sein, dass eine Politik, die nur für eine kleine Elite gut ist, dass das nichts Halbes und nichts Ganzes ist, das ist gar nichts. Das ist letztlich nur, ja, ein Schauspiel. Und solange wir das nicht erkennen, sind wir indirekt auch Mittäter. Und dann müssen wir uns den Vorwurf auch gefallen lassen, dass wir den Krieg, der jetzt auf uns zukommt und eventuell Wirklichkeit werden kann mit Russland, dass wir diesen Krieg mit zu verantworten haben. Weil wir alle die Fresse gehalten haben und damit zugestimmt haben. Denn wer schweigt, stimmt zu. Und es wird Zeit, dass wir aufhören zu schweigen, dass wir das Maul aufmachen, egal wie unbequem es auch ist.
Denn gerade in Zeiten wie diesen braucht es mutige Menschen, die ganz egal, welche Anfeindungen ihm begegnen, trotzdem den Mund aufmachen und die Wahrheit sagen. Und zwar für das Große und Ganze. Und zwar für die Vernunft und nicht für Gewalt und ja, eine unvernünftige Reaktion am Ende noch. Nämlich, dass wir uns hier gegenseitig noch in die Haare kriegen. Das darf nicht passieren. Im Gegenteil, hier muss Einigkeit herrschen, nicht nur unter den Deutschen, sondern auch unter allen anderen Bürgern, die hier in Deutschland ein Leben sich aufgebaut haben und gerne eine Zukunft hier haben möchten, die Deutschland lieben und es gerne auch weiterhin so haben möchten, wie es ist, am besten noch besser. Da müssen wir alle zusammenfinden. Und da wird es Zeit, dass wir eben uns nicht mehr von den Medien einreden lassen, dass der unser Feind ist und weil der anders denkt, der unser Feind ist und der ist böse, weil er das und das vertritt. Also bitte, oder der ist böse, weil der wurde neulich mit dem auf der Straße gesehen. Ja Leute, geht's noch? Ich weiß nicht, wenn ich in der Kirche sitze oder im Kino sitze, mit wem ich dort sitze. Aber es wäre doch grotesk, wenn ich da mit sagen wir mal, ein paar NPDlern und ein paar Grünen oder ein paar Linken in einem Kinosaal sitze, dass man mich mit denen in einen Topf wirft. Das macht doch auch keiner. Aber bei einer Demo, wo es um unsere Zukunft geht, unsere aller Zukunft geht, die weder rot noch grün noch schwarz noch lila gepunktet ist, sondern die uns alle angeht, wenn wir da gesehen werden mit jemandem, der anders denkt, da dann zu sagen, na, das sind doch alles Rechte, weil da standen zwei, drei Rechte mal das letzte Mal oder das voriges Jahr. Das sind jetzt alles Nazis. Glaubt ihr das wirklich? Ich meine, wie simpel muss man... Ich meine, klar, das wird immer in schönen Sätzen formuliert, die ja hochgeistig klingen, aber am Ende ist es nur Dünnschiss, schön verpackt. Ja? Aber nur weil es so schön verpackt ist, glauben wir das. Wir halten das für echt. Aber wenn man es mal so runterbricht auf das Wesentliche, nämlich weil hier ein oder zwei mal irgendwann standen, die und die Meinung vertreten haben und weil wir uns nicht alle distanziert haben von denen, ja bitte, stehen wir jetzt alle unter Sippenhaft? Oh, Sippenhaft? Ja, das hatten wir schon mal. Merkt ihr was? Es kommt alles wieder. Wir fallen immer wieder auf den gleichen Scheiß rein. Und uns nennt man Nazis? Verpisst euch, wirklich, alle, die ihr das so denkt. Ernsthaft. Ihr seid die wahren Brandstifter. Ihr seid gefährlich für dieses Land. Und das ist auch verdammt nochmal genau eure Agenda. Und wenn ihr endlich mal so ehrlich werdet und es zugeben würdet, wie antideutsch ihr seid, was ihr für Vaterlandsverräter seid, ja sogar Verräter an euren Mitmenschen seid, ihr misanthropischen, masochistischen Verräter. Euch wird aber eines Tages noch die Stunde schlagen. Und dann werdet ihr wirklich tatsächlich für diese Verbrechen verhaftet. Für diese Brandstifterei, die ihr betrieben habt. Und auf diesen Tag der Gerechtigkeit freue ich mich. Und der soll unblutig sein, aber verdammt nochmal effektiv. Danke. Ja, guten Abend. Na, guten Morgen nicht. Ich habe wieder euer Fundstück vorzutragen. Muss ich traurigerweise dazu sagen, ich habe es im Internet gefunden. Ich habe darüber nichts auf ARD oder ZDF oder Sat1 oder wie die ganze Scheiße heißt gehört oder irgendwie wurde ich informiert darüber. Das findet nun seit mehreren Jahren in Amerika drüben statt, eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass da Zehntausende jährlich gegen Krieg auf die Straße gehen. Darunter auch das ein oder andere Mal mehr, mal weniger ehemalige Soldaten, Veteranen. Und da möchte ich mal einige Äußerungen vorlesen, welche da geäußert wurden. Das sind alles Zitate, ist alles nicht von mir, ist alles von den ehemaligen Soldaten. Mein Name ist Iris Feliciano. Ich diente im Marinekorps. Im Januar 2002 wurde ich in Afghanistan bei der Operation Enduring Freedom eingesetzt. Ich sage den Leuten hier hinter uns, hinter diesen Wänden, dort wo sie immer weiter Politik betreiben, die auf Lügen und Angst basiert, wir stehen nicht länger für sie ein. Wir stehen nicht mehr für ihre Lügen, für ihre gescheiterte Politik und für ihre ungerechten Kriege. Bringt unsere Truppen nach Hause und beendet diesen Krieg jetzt. Sie können diese Auszeichnung zurückhaben. Mein Name ist Craig Miller. Ich bin ein Veteran der US Army Infanterie und wurde 2009 im Irak eingesetzt. Das Militär verteilt diese billigen Medaillen an Soldaten.
Militärangehörige und versucht damit die Lehre auszufüllen, an derer Stelle vorher ihr Gewissen war, bevor sie es durch Indoktrination zerstörten. Aber das hat bei mir nicht funktioniert und deshalb bin ich hier, um Ihnen meine Global War on Terrorism Medal und meine National Defense Medal zurückzugeben, weil das Lügen sind. Mein Name ist Vince Emanuele und ich habe im US Marine Corps gedient. Erstens, dies geschieht für die Menschen im Irak und in Afghanistan. Zweitens, dies ist für unsere echten Vorväter. Ich spreche von der gewaltlosen Studentenbewegung. Ich spreche von den Black Panthers. Ich spreche von der Bürgerrechtsbewegung. Ich spreche von den Gewerkschaften. Ich spreche von unseren sozialen Brüdern und Schwestern, unseren kommunistischen Brüdern und Schwestern, unseren anarchistischen Brüdern und Schwestern. Und ich spreche von unseren Brüdern und Schwestern in der Umweltbewegung. Das sind unsere wahren Vorfahren. Und abschließend der wichtigste Punkt. Unsere Feinde leben nicht 10.000 Kilometer weit weg von hier. Sie sitzen in den Vorstandsetagen. Es sind Konzernchefs. Es sind Banker. Es sind Hedgefondsmanager. Sie leben nicht 10.000 Kilometer weit weg. Unsere Feinde sind gleich hier und wir sehen sie jeden Tag. Und sie sind nicht die Männer und Frauen, die uns hier als Polizei gegenüberstehen. Es sind die Millionäre und Milliardäre, die diesen Planeten kontrollieren. Und wir haben genug von ihnen. Sie können ihre Orden zurücknehmen. Mein Name ist Jason Hurd. Ich verbrachte 10 Jahre in der US Army als Gefechtssanitäter. 2004 war ich in Bagdad im Einsatz. Ich bin hier, um meine Global War on Terrorism Medal zurückzugeben. Und in Solidarität mit den Menschen im Irak und mit den Menschen in Afghanistan. Ich bedauere zutiefst die Zerstörung, die wir in diesen Ländern und der ganzen Welt verursacht haben. Ich bin stolz darauf, zusammen mit den anderen Veteranen und mit meinen Schwestern aus Afghanistan auf dieser Bühne zu stehen. Das waren Lügen. Ich gebe sie zurück. Moment. Mein Name ist Godwin Gimbel. Ich bin Irak-Kriegsveteran. Und ich gebe heute diese Orden zurück für die Menschen in Pakistan, Irak und Palästina und alle Opfer von Besatzungen in der ganzen Welt. Und auch für alle Soldaten und Veteranen, die gegen diese Kriege sind. Ihr seid nicht alleine. Mein Name ist Christopher May. Ich verließ die Armee als Kriegsdienstverweigerer. Uns wurde gesagt, dass diese Medaillen Demokratie, Gerechtigkeit, Hoffnung und Wandel für die Welt repräsentieren. Diese Orden repräsentieren das Versagen im Namen der Staats- und Regierungschefs der NATO, den Willen des eigenen Volkes zu vertreten. Es ist ein Scheitern der Staats- und Regierungschefs der NATO, das zu tun, was richtig ist für die entrechteten Menschen dieser Welt. Anstatt ihnen zu helfen, nutzen sie sie aus und machen alles nur noch schlimmer. Ich will nicht mehr Teil davon sein. Diese Auszeichnungen bedeuten mir nichts. Nichts mehr. Und Sie können sie wieder zurückhaben. Mein Name ist Ash Wilson. Ich war Feldwebel. Ich war 2003 im Irak. Und was ich dort gesehen habe, hat mich erdrückt. Ich will nicht, dass wir dies noch mal erleiden müssen. Und ich möchte auch nicht, dass unsere Kinder dies erleiden müssen. Und so gebe ich diese Auszeichnung zurück. Mein Name ist Maggie Martin. Ich war Sergeant in der Armee. Ich war zweimal im Irak. Orden oder Fahnen können niemals das menschliche Leid aufwiegen, das durch diese Kriege verursacht wird. Wir wollen diesen Müll nicht. Wir wollen unsere Menschenrechte. Wir wollen unser Recht zu heilen. Ich bin Jacob Crawford. Ich ging nach Irak und Afghanistan. Und als sie mir diese Auszeichnung gaben, wusste ich, dass sie bedeutungslos waren. Ich bedauere nur, nicht eher darüber gesprochen zu haben, wie dumm dieser Krieg ist. Ich gebe diese Orden zurück. Mein Name ist Steve Lynn, Kriegsveteran, zweimal eingesetzt im Irak. Ich gebe diesen Orden zurück, wegen der Kinder im Irak, die keine Väter und Mütter mehr haben. Mein Name ist Shauna und ich war nuklearbiologisch-chemische Spezialistin in einem Krieg, in dem es angeblich keinerlei Massenvernichtungswaffen gab. Deswegen bin ich desertiert. Ich bin nur eine von 40.000, die US-Streitkräfte verlassen haben, weil dies eine Lüge ist. Noch ein letzter, mein Name ist Steve Arson aus Winchonson. Ich war vorgeschobener Beobachter in der US-Armee für knapp 5 Jahre. Im Jahr 2005 war ich in Sadr City im Irak eingesetzt. Ich gebe meinen Orden zurück für die Kinder Iraks und Afghanistan. Mögen Sie in der Lage sein, uns für das zu verzeihen, was wir Ihnen angetan haben. Vielleicht kann es verheilen, damit wir im Frieden leben können, von hier bis in alle Ewigkeit. Dankeschön. Nur noch jetzt ein paar kurze Worte, weil wir jetzt auch abschließen. Das bedingungslose Grundeinkommen, das klingt schön und klingt wirklich vorteilhaft eigentlich für eine Gesellschaft, aber
das hat Feinde. Die Feinde sitzen in den Rathäusern, die sitzen in den Parlamenten, in Landesparlamenten und im Bundesparlament. Und dort hat sich ein korrupter Filz, ein Politadel gebildet, die Pfründe kassieren, die sie nicht wirklich verdienen. Sie bekommen sie, Diäten nennen sie die. Im Landtagsparlament 6.000 Euro im Monat aufwärts, im Bundesparlament 10.000 Euro aufwärts, im Europaparlament, weil ich jetzt wir Deutschen als Hauptnettoeinzahler in die EU hauptsächlich finanzieren, 30.000 Euro aufwärts im Monat. Rechnet euch aus, wie viele Leute arbeiten gehen müssen für diesen Politadel, um deren Pfründe zu erwirtschaften. Und die sind natürlich nicht an einer Änderung dieses Systems, auch dieser Demokratieform, parlamentarischen Demokratieform interessiert. Weil eine direkte Demokratie mit verkleinerten Parlamenten steht genau dieser Fettlebe, dieser Politmaten entgegen. Und genau deswegen bekämpfen sie uns mit jeder Keule. Trump wird in die Nähe von Rechten gestellt. Putin-Versteher sind wir. Aber wir brauchen genau diesen Trump-Effekt, den er in Amerika geschafft hat. Es ist schaffbar. Wir müssen die Parlamente trotz vereinigter Lügenpresse bekämpfen. Und das ist schaffbar, eine neue Meinungshoheit, Deutungshoheit zu bekommen. Und genau weil sie das gesehen haben anhand Trumps Sieg, deswegen soll es jetzt eine Facebook-Zensur für die sozialen Netzwerke geben. Korrektiv e.V., 1,7 Millionen Fördermittel, also Fördermittel durch Steuergeld ist auch dabei, weil die auch von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert werden. Ansonsten die Deutsche Bank. Diese Leute, die dem Verein vorstehen, Korrektiv e.V., kommen selbst aus den Reihen der Lügenpresse. Beim Spiegel, beim Stern haben sie alle schon gearbeitet. Diese wollen künftig entscheiden, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Das heißt, alternative Medien bekommen dann den Stempel, misstrauisch sein, ist nicht so. Systempresse, ARD, ZDF und die ganze Sternspringer kriegt pauschal den Stempel, vertrauenswürdige Medien, die wird man gar nicht melden können. Unbekannte Medien wird man melden können, bei Meldungen wird dann jemand schauen, ob das wahr ist oder nicht oder ob es subversiv ist und dann kriegt das den Stempel Lügenpresse. Medien, die als alternativ bekannt sind, kriegen pauschal den Stempel. Egal was sie schreiben, es wird dann mit einem Ausrufezeichen bei Facebook gemarkert. Und das hat auch die Taz heute schon geschrieben, das hat den Hauch einer Diktatur, weil es die Meinungsfreiheit einschränkt. Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht zu ändern, also Grundrechte. Die Grundrechte sind ja auch in Bundesdeutschland nur marginal, weil immer im Nachsatz, im zweiten Absatz steht, Näheres regeln Einzelgesetze. Klar, Grundrechte können sie uns nicht nehmen, nicht so einfach. Aber diese Einzelgesetze, die diese Grundrechte einschränken, die können sie mit einfacher Mehrheit bestimmen. Und genau diese einfache Mehrheit, die diese Altparteien schaffen, die müssen wir aufbrechen. Im Herbst ist die Chance dazu. Versucht Leute aufzuwecken. Wählt keine Altparteien. Altparteien sind CDU, SPD, Grüne und Linke. Ihr werdet von ihnen betrogen. Sie haben es dutzende Male bewiesen. Merkel hat selbst gesagt, man darf Politiker nicht daran messen, dass das, was sie vor der Wahl sagten, auch nach der Wahl eintritt. Wir beenden die Veranstaltung mit dem Gedicht Deutsche Verzweiflung von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. 1851. Heinrich Hoffmann von Fallersleben kennt ihr, weil es der Dichter unserer Nationalhymne ist. Deutsche Verzweiflung. 1851. In Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben. Die Freiheit wird nicht geschenkt. Nicht Mord, noch Bann, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen stärker, soll es von Wirkung sein. Es sind die glücklichen Sklaven, der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren jedes Leid. Zu Bettlern sollt ihr werden, verhungern, allesamt. Zu Mühen und Beschwerden verflucht sein und verdammt. Euch soll das bisschen Leben so gründlich sein verhasst, dass ihr es fort wollt geben wie eine schwere Last. Erst dann vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist, ein Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reißt. Wir werden es im September sehen. Lasst uns diesen Geist entfachen, der uns hin zur Freiheit reißt. Wir müssen diese parlamentarische Diktatur
abschaffen, abschütteln. Wir brauchen Demokratie, aber echte Demokratie. Demokratie, die vom Volk ausgeht. Und das schaffen wir nicht mit einer verlogenen Kanzlerin. Danke. Kommt nächsten Montag wieder zum Riebeckplatz. 18 Uhr, 19 Uhr sind wir hier auf dem Markt. Bis nächsten Montag. Danke. Zugabe! So, was gut?